Freunde, willkommen zur WUP-Matrix, eine Hardware-Referenz für Bürsten-, Motor- und Mantelpropellergetriebene Winzigluftfahrzeuge. In diesem Video werde ich das fundamentale Wissen und die Schlüsselspezifikationen vermitteln, die du brauchst, wenn du ein solches Winzigluftfahrzeug bauen, reparieren oder aufrüsten möchtest. Eine der wichtigsten Errungenschaften des Tiny-Whoop-Phänomens ist das Lochmuster, mit dem die Flugcontroller montiert werden. Viele Hersteller haben den Lochabstand vom originalen Blade Inductrix übernommen. Darum kann man mittlerweile eine ganze Menge unterschiedlicher Flugcontroller und Rahmen bekommen, die alle zueinander kompatibel sind. An der Stelle hört dann aber die Kompatibilität auf, weil die Motoren und die Propeller und die Batterien, die gibt es alle in den unterschiedlichsten Größen, Formen, Farben und Geschmäckern. Wenn du also etwas bauen möchtest, was gleich beim ersten Mal gut funktioniert, dann musst du ganz genau wissen, welche Teile zusammen funktionieren. Bevor es gleich mit den technischen Details losgeht, muss ich noch eine kleine Warnung loswerden. Es gibt leider jede Menge Hersteller, die in ihren Produktbeschreibungen und Spezifikationen jede Menge Schwachsinn schreiben. Da geht es nicht in erster Linie darum, das Produkt zu beschreiben, sondern da geht es um Marketing, SEO und so ein Kram. Bei uns geht es in erster Linie darum, dass die Kiste fliegt. Zahlen sind da, um die Sache zu beschreiben, nicht um Hokuspokus zu machen. Wenn du also genau die Teile haben möchtest, die es hier im Video zu sehen gibt, dann kannst du den Link in der Videobeschreibung anklicken. Da geht es zu meinem Laden, Mikromotor Warenhaus, und zu dem Laden von meinem Kumpel Boris, MyLipo. Da gibt es jeweils klare Ansagen und feinste Ware. Wenn du woanders kaufen möchtest, ja, kann man machen, bin ich auch nicht böse, aber pass bloß auf, die schreiben alles drauf, damit du kaufst. So viel dazu. Jetzt geht's los. Eine der wichtigsten und offensichtlichsten Eigenschaften von allen Teilen auf diesem Tisch ist das Gewicht. Für die längste Flugzeit sollte das Motorengewicht in etwa dem Batteriegewicht entsprechen. Wenn du so schnell wie möglich fliegen möchtest, dann sollten die Motoren circa das anderthalbfache von der Batterie wiegen. Das zeige ich euch jetzt mal am praktischen Beispiel. Mit 4 bis 5 Gramm Batterien kann man in der Regel maximal 6 x 15 mm Motoren betreiben. Das geht am besten mit 31 mm Propellern und einem 65 mm Rahmen. Das sieht dann so aus und wiegt 25 Gramm. Fliegt ganz hervorragend drinnen und draußen, wenn kein Wind weht. Die simpelste Methode, um ein bisschen mehr Dampf aus dem Ding rauszukriegen, ist, eine dickere Batterie reinzustecken. Ganz wichtig dabei, mit dem dicken 2 mm Stecker. Da fließt nämlich eine ganze Menge mehr Strom durch als durch den 1,25 mm Stecker. Bei 6 mm Motoren sollte die Batterie nicht mehr als 6 Gramm wiegen. Manche Rahmen lassen sich modifizieren, sodass man dann 6 x 17 mm Motoren installieren kann. Die sind aber in der Regel sehr ineffizient. Für mehr Schub und für mehr Effizienz kann man 7 x 16 mm Motoren nehmen. Die fliegen sehr zügig für 2 Minuten an einer 205er Batterie und wenn du mehr Flugzeit brauchst, dann kannst du auch 255er Batterien nehmen. Bei den Propellern kann man die gleichen verwenden, aber die Rahmen sind leicht anders, denn die Motoren sind ja größer. Links 6 mm, rechts 7 mm. Sieht fast so aus wie sein kleiner Bruder, ist aber ein paar Gramm schwerer und ein ganzes Stück schneller. Wenn ich nur einen von den Koptern auf diesem Tisch hier haben könnte, dann wäre es der 7x16er. Der ist am vielfältigsten. Fliegt ganz hervorragend drin, aber hat genug Power, um auch ganz gut im Straßenverkehr mitzuhalten. Natürlich würde ich sowas nicht empfehlen. Die nächste Motorengröße sind 7x20mm Motoren. Leider sind die an diesen Propellern nicht besonders effizient. Deshalb bekommt man weder gute Flugzeit noch gute Leistung. Ich hoffe, ich finde da noch ein paar Teile, mit denen es besser funktioniert, aber aktuell ist das Ding hier nur zur Vollständigkeit drin. Mit einer 12 Gramm Batterie wiegt die Kiste dann 44 Gramm.
Was wesentlich besser funktioniert, ist ein Rahmen der gleichen Größe, allerdings mit größeren Motormounts und 8x20mm Motoren. Wiegt ca. 50 Gramm und hat wesentlich mehr Power als die 6- und 7mm Varianten. Lässt sich dadurch wesentlich besser draußen fliegen, aber wenn man die Gaskurve am Sender ein bisschen runterdreht, dann kann man da auch wunderbar drinnen mitfliegen. Wenn das immer noch nicht schnell genug ist, kann man auch noch größere Motoren installieren, in dem Fall 8,5 mm Durchmesser. Da braucht man dann einen größeren Rahmen und größere Propeller für, aber man kann die gleichen Batterien wie vom 8,0 mm Setup verbinden. Fliegt nochmal ein ganzes Stück schneller als mit 8,0 mm Motoren, aber auch etwas weniger Flugzeit. 2 bis 4 Minuten, je nachdem, was man für eine Motorgeschwindigkeit nimmt. Kann ich in erster Linie für draußen empfehlen. So, das war's dann mit der Übersicht. Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Zusammenfassung mit Empfehlungen, wann man was bauen sollte. 6 mm Motoren eignen sich dann am besten, wenn man es gerne so leicht wie möglich haben möchte oder wenn es gewisse Regeln, zum Beispiel von der lokalen Rennleitung, gibt, dass man nicht mehr als 6 mm Motordurchmesser verwenden darf. Wenn man da keinen Limitierungen unterliegt, macht es mehr Sinn, 7x16mm Motoren zu benutzen. Die haben mehr Power und sind effizienter. 7x20mm Motoren sollte man nur betreiben, wenn man ganz genau weiß, was man tut. Wenn du die längste Flugzeit möchtest, dann nimm 8,0x20mm Motoren. Um in erster Linie draußen und so schnell wie möglich zu fliegen, empfehle ich 8,5 mm Motoren. So, das war's dann auch fast, weil ich habe hier noch ein paar Fotos, die ich nicht verwendet habe. Wenn euch die anschauen wollt, dann könnt ihr noch ein bisschen zugucken. Aber ich gehe dann schon mal. Bis später. Ach ja, was ich noch vergessen habe, falls ihr Fragen zu dem Ganzen habt, könnt ihr die auch gerne in Deutsch unten in der Videobeschreibung als Kommentar hinterlassen.